Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Private Friday. Die fleißigen Zuschauer unter euch wissen schon, was Private Friday bedeutet, nämlich private Tipps von mir am Freitag. Damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, klickt hier auf Abonnieren. Dann bekommt ihr automatisch mitgeteilt, wenn eine neue Folge online ist. Und ihr wisst ja, Abonnieren auf YouTube ist vollkommen kostenfrei. Heute machen wir gemeinsam eine asiatische Kohlsuppe. Einfach umgesetzt, schnell gemacht, super lecker und HCG-tauglich. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Viel Spaß damit und viel Freude beim Nachmachen. So, ich habe jetzt schon mal alles für die asiatische Kohlsuppe vorbereitet. 200 Gramm mageres Rindfleisch, 400 Gramm Weißkohl, eine große Zwiebel, ein Stück Ingwer, ein Teelöffel Sambal Oleg, zwei Tomaten, eine Knoblauchzehe, 400 ml Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Und nun wird einfach alles klein geschnitten. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Stück Ingwer. Ich schneide mir die Schale immer so ein bisschen weg. Das macht jeder anders. Ich weiß nicht, ich habe so eine persönliche Abneigung, wenn irgendwo Schalen dran sind. Deswegen schneide ich mir den eben weg. Das kann aber eben jeder selbst handhaben, wie er möchte. Und dann tun wir auch diesen Ingwer ganz klein schneiden und würfeln. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Wir haben hier den Kohl, die Tomaten, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, das Hackfleisch, Salz und Pfeffer, wie gesagt, das Chili-Salz vom Schubeck. Dann haben wir hier die Gemüsebrühe, das Sambal Oleg. Und zum Anbraten benötige ich das Kokosöl. Öl in die Pfanne. Und dann auch gleich das Hackfleisch, das wir jetzt mal anbraten. Dann gebe ich die Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazu und dünste das auch mit an. Nun gebe ich das Sambal Oleg mit hinein, einen guten Teelöffel voll und die Gemüsebrühe. Und nun noch der Kohl. Das lassen wir jetzt nun köcheln, bis es der Kohl schön weich ist. Erst dann geben wir Salz und Pfeffer mit dazu. So, der Kohl ist nun schon weich und die Suppe ist somit fertig. Wir können jetzt abschmecken mit etwas Cayennepfeffer und Chilisalz. Und solltet ihr keine Lust auf Rindfleisch haben, ist es kein Problem. Ihr könnt es zum Beispiel auch wunderbar mit Hühnchenbrust machen oder mit Garnelen. Guten Appetit! Das war meine asiatische Kohlsuppe. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, dabei zu sein, wie es mir gemacht hat, es euch zu zeigen. Wenn es ihr nachkocht, schreibt es mir in die Kommentare, wie einfach es war oder wie es euch geschmeckt hat. Interessiert mich wirklich. Wollt ihr mehr Rezepte, mehr Infos, mehr Private Fridays? Ab in die Kommentare. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich zeige euch meinen Lieblingssmoothie. Das Schöne ist auch bei dem, es ist einfach zum Handhaben mit Obst und Gemüse, was auch länger haltbar ist. Ich finde es immer schade, wenn man sich was einkauft und dann geht es so schnell kaputt, wie jetzt Himbeeren oder sowas.